Kleines Quiz. Gilt das Fahrverbot hier auch für Radfahrende? Na, wisst ihr die Antwort? Mit dieser Infografik zum neuen Echt-Jetzt-Magazin lernen SchülerInnen nicht nur die verschiedenen Arten von Verkehrsschildern kennen, sie können auch ihr neues Wissen gleich testen, wenn sie Mila auf ihrem Schulweg begleiten. Um die Fahrt mit dem Rad fortzusetzen, müssen Fragen rund um Gefahren, Vorschrifts- und Richtzeichen beantwortet werden. Mit der verquisten Infografik könnt ihr eure Klasse spielerisch für das Thema Verkehr begeistern. Ihr könnt sie zur Vorbereitung auf die Radfahrprüfung nutzen. Oder ihr setzt sie im Deutschunterricht zum Training von Lesetechniken und Texterschließungsstrategien ein. Infografiken zählen zu den sogenannten diskontinuierlichen Texten. Sie kombinieren Texte, Bilder und grafische Elemente miteinander. So können Informationen schneller und leichter erfasst und zueinander in Bezug gesetzt werden. SchülerInnen können im Umgang mit der Infografik üben, sich in einem Text zu orientieren, mithilfe von Kapitelüberschriften, Illustrationen und Icons. Zur Lösung der Quizaufgaben können die SchülerInnen gezielt im Lexikon-Teil nach Informationen suchen. Dazu überfliegen sie wiederholt den Inhalt der Infografik und lesen selektierend. So können Informationen von unterschiedlichen Textstellen in einen Sinnzusammenhang gebracht werden. Mit dem QR-Code auf Seite 3 des Magazins gelangen die Kinder direkt zur Browserversion der Infografik. Sie hilft ihnen auch bei Krokus Hefträtsel. Ihr findet die Infografik außerdem unter folgendem Link. Okay, ich glaube, ich hab's. Mila darf mit dem Fahrrad hier nicht weiterfahren. Sie muss aber keinen Umweg nehmen. Sie kann kurz vom Rad absteigen und es schieben.